Joi, heute ist der 5.12., der 5. Dezember 2010. Es ist Sonntag, es ist ein wenig Tauwetter. Trotzdem muss ich mal meinen Pflichten nachkommen und Schnee räumen. Heute gilt's. Ja, ich habe mich erstmal ein bisschen wieder verjüngt, beziehungsweise die blöden grauen Haare abrasiert. Ja, und während ich das gemacht habe, hat die schnuffelige Diana uns unten das Frühstück fertig gemacht. Der Kaffee kocht, das höre ich gerade. Insofern gehen wir mal nach unten. Ja, unser Nachbar hat auch schon... Ja, jetzt muss ich langsam wieder. Gehen wir um? Mhm. Tja, bei unseren Patienten hier vom Fenster, ich weiß nicht. Zwei von den Gelben fangen jetzt auch an zu kaspern. Eine übrig gebliebene Weiße nicht doch vertrocknet, das weiß ich nicht. Die da, oder? Ja. Ja, die sehen nicht so gut aus, ne? Ja. Die vorne. Frühstück to go. Kaki. Kaki. Nee, das ist ein Schnuffel. Brötchen, Kaffee. Kannst aber ein bisschen Wasser draufschütten. Ja, ich habe aber meins mal runtergebracht. So, da steht auch. So, da ist noch Wasser. Ja, ja, warum mit einer guten Tradition brechen? Am Wochenende, wo man schon mal so eine stressige Woche hat. Das heißt, ich da draußen Schneebullen gehe, frühstücken erstmal im Bett. Na, ist nochmal so viel fein, dass das, was ich hier vorne vorm Tor gemacht habe, wieder ja, zu ist. Ja. Ja, wobei es wird auch zu geweht sein. Und momentan ist Tauwetter, habe ich gesehen. Insofern, mehr Wasser schippen als Schnee. So, jetzt hat es aber Zeit. Nachdem bei den Nachbarn gegenüber jetzt auch schon der Winterdienst war, sprich, die haben bezahlt dafür. Und der hat ja gerade total Krach gemacht. Alter, jetzt ich. Alter, aber jetzt mit der Hand. Was ich von hier aus? Ja. Na, mal gucken. Eigentlich müssen wir die halbe Straßenseite machen, ne? Ja. Das ist deine Seite. Ja, ist meine Seite. Gut. Kein Ding. Mein Pullover hatte ich vorhin schon mit runtergenommen. Wenn du das. Ja, und meine Lederjacke ist auch unten, ne? Keine Ahnung. Na, werden wir sehen. Schnuffel, heb an! Was soll ich anheben? Na, heb mir mal die schmutzige Schuhe da. Ja, Liana, das taut, weil es plus gerade sind. Es sind irgendwie so plus 2, 3 Grad oder sowas. Und dann taut es. Also ich werde dir erstmal erklären. Also es gibt ja halt unterschiedliche Elemente, chemisch, ne? Und die haben Aggregatzustände. Also da meint man fest, flüssig, gasförmig. Und bei Wasser, das ist was ganz Verrücktes, ne? Bei 0 Grad, ne? Da wird das von flüssig, geht das über zu fest. Und jetzt wird es noch verrückter, wenn das von unten nach oben steigt, also die Temperatur, und wieder bei 0 Grad anfängt, dann wird das flüssig. Das ist verrückt. Ja, nee, ist klar, ich kriege die windige Straße. Aber hier, das ist ein Ohm und es ist ein Mistelzweig um das Auto geweht. Das ist krass, Arbeitsgerät. Ja, Schnuffel schon verbogen. Jo, Hälfte haben wir. Straße, so weit wie wir müssen, ist frei. Da haben wir schon mal hingeschüppt, bei uns vor dem Tor. Ja, und das erste Opfer gibt es auch schon, nämlich die Schneeschaufel ist quasi hinüber. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber die hat vorne inzwischen schon keine Klinge mehr, sondern die ist rund. Das liegt daran, weil nämlich unsere Straße hier so hoch und tief gepflastert ist. Scheißendrick. Au! Siehst du? Wegen dir. Es gibt mit Sicherheit energiesparendere Arten, den Schnee zu transportieren, aber... Ist viel lustiger. Ja, das dachte ich mir, dass es viel lustiger ist. Ja, und der wichtigste ist ja der Spaßfaktor beim Schneerutschen. Ja, jetzt können zwar Leute wieder unfallfrei... Jetzt müssen sie nur aufpassen, dass sie nicht auf die Platten ausrutschen. Hier müssen wir aber durchstreuen, Spatz. Ja. Aber das Problem ist. Normale Speisesalz auch? Ja.
Das Problem ist ja, man hat so ein Gefühl von Sinnlosigkeit, wenn während man Schnee räumt und fegt, es wieder anfängt zu schneien. Ja, das kommt da oben, es fließt da oben über die Dachrinne rüber. Und gut durchkochen lassen. Ja, aber wir haben da so eine Stelle, da tropft, wenn das Tauwasser von der Dachrinne tropft, ja, schmucken lässt ja eigentlich noch dann gefriert das da unten auf der Erde natürlich. Und das ist relativ ungeil. Das Problem ist, die Dachrinnen sind eigentlich frei, aber da liegt natürlich jetzt dieser Schneematsch drin, der schon angetaut ist. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob unser Schloss vom Briefkasten aufgetaut ist. Ja, das kommt da, wo die beiden Teile zusammengesteckt sind. Ja, da müssen wir irgendwie mal dicht machen, ja. Vor allem, jetzt, wie gesagt, von oben läuft das Tauwasser runter, das ist die Zwangsentlüftung. Scheiße. Ja. Aber siehst du, aber unsere Nachbarin ist da doch. Ja, naja, das ist da, wo die Teile zusammengesteckt sind. Ja, aber das dürfte eigentlich nie sein, oder? Naja, doch, durch die Kälte verzieht sich das. Und damit ist es nicht mehr dicht. Und dadurch, dass da oben Schneematsch drin liegt, fließt da nichts. So, ich guck mal, ob wir unser Briefkastenschloss aufkriegen. Eiserspray machen? Nur, wenn. Das ist nicht auf Dauer, ne. Ja. Also, Tauwetter ist was Feines. Wir können unsere Post holen. Ja gut, ist eh nur die Post von Samstag, das heißt, es ist nichts dabei außer Werbung. Aber sieht schön aus, der Ilex hier im... Aber der hat doch was abgekriegt, würde ich mal denken. Na, dann war es aber höchstens vom Wind. Wann ist Abholung, diesen Dienstag? Was? Grube? Weiß ich nicht. Muss ich kicken, ich weiß nicht, wann die das letzte Mal da waren. Ich glaube, die Grubenjungs waren schon relativ lange nicht mehr da. Keine Ahnung. Und da gibt es wieder Futter. Ja. Ganz viel, jetzt könnt ihr kommen. Na los, kommt, solange die Anna auf euch wartet. Direkt daneben steht. Ein bisschen Meisen streicheln. Unser kleiner Heidelbeerstrauch. Der sieht da ganz verloren aus. Ja, aber man kann ihn wieder sehen. Gut, dass er unterm Schnee liegt, dann geht er nicht kaputt. Ja. Hast du schon geguckt, ob noch Himbeeren dran sind? Nee. Schnuffi. Hab dich lieb. Ja, haben wir genug gemacht für den zweiten Advent. Oh, es gibt da nichts Schöneres, als wenn es draußen kalt ist, wieder reinzukommen. Naja. Vor allem, wenn es warm ist. Es ist ja draußen nicht kalt. Also meine Ohren sagen, es ist ganz schön frisch. Ehrlich? Ja. Die finden das frisch. Ah, und ich werde jetzt das Vlog von am Freitag schneiden. Das habe ich ja gestern nicht gemacht. Ja, volle Wintergarten. Also ist aber recht warm hier drin. Naja, ich hab die jetzt auch wieder auf 14 gestellt. Das ist ja noch an jetzt. Mal gucken, was der... Guck mal, was das Thermometer sagt. Naja gut, nur ist ja draußen nicht so kalt. 11 Grad. Ja, okay. 11 Grad sind in Ordnung, ja. Das waren doch bestimmt meine Eltern, die hier angerufen haben. Oh. Was haben wir denn hier? Sie haben neue Nachrichten. Mikes Eltern. Hallo liebe Kinder, seid ihr eingefroren? Wir wundern, dass wir kein Telefon haben. Wir gehen jetzt zu Fuß zu Oma. Wäre ganz gut, wenn ihr euch heute Abend vielleicht mal meldet, falls ihr denn zu Hause seid. Tschüss. Tschüss. Jetzt machen wir nämlich einen großen Trick und rufen nämlich bei meiner Oma an. Ha! Oder bei Holz, ja. Kommt drauf an. Düt. Düt, düt. Düt, düt, düt. Holz? Hallo, Oma! Ach, Mike! Ja! Ja, sind meine Eltern bei dir schon angekommen? Nee, sie sind noch nicht da. Ha, dann sind sie noch unterwegs. Und unsere Neuzugänge haben sich... haben noch keine Anzeichen, dass sie was vom Frost abgekriegt hatten? Nee, sieht nicht so aus. Na, das ist die Zaubernuss hier, ne? Ja. Wobei doch das Blatt hier zum Beispiel ist ein bisschen frostig. Ja, ja.
Aber die muss ich scheinbar auch alle noch nicht gießen, weil die haben... Naja, da war ja teilweise, Schnee drauf. Und Frau Ebert, wobei die auch jetzt vorne, die muss ich vielleicht noch gießen. Ja, da komme ich jetzt die, nicht mehr die lange Ruhe da, ne? Ja. Genau, mach dich mal hier vom Acker. Ich gehe ja schon. Hey, na, wir haben uns schon gewundert, weil ihr habt uns angerufen, da waren wir draußen am Schneeräumen und dann haben wir gesagt, ach, na, jetzt ist es schon fast eine Stunde her, da können wir ja auch mal anrufen. Aber da wart ihr ja noch gar nicht da. Ja, wir sind aber danach gekommen, also es ging gar nicht. Wir sind um dreiviertel drei oder was sind wir da gewesen? Ja, hatten wir kurz vorher angerufen. Das ist natürlich ein scheiß Spiel, das schneit ja einer Tour. Ja, nee, bei uns nicht, bei uns taut's. Ja, bei euch taut's. Wobei, bei uns regnet's. Aber dieses Geflinker in der Luft, weißt du? Und wenn du dann gehst, dann hängst du überall drin. Mutti hatte so Pelzkragen, die ganze Pelzkragen war weiß offen, musste mal eine richtige Ablagerung drauf. Nein, das ist so, aber trotzdem, die Luft tut da mal richtig ganz gut, weißt du? Ja, ich glaube, bei uns fängt gerade an zu regnen. Ja, warum regnet, will ich gar nicht haben. Na, wie gesagt, also wir haben ja Plus gerade. Ja, ja, klar, nicht so richtig. Also bei uns war, weiß nicht, 0,7 plus oder so, jedenfalls so bei dem Dreh rum. Ich muss den Keller und eine Metallbüchse holen, weil nämlich die Anna ganz heimlich die ganze Zeit, während ich hier am Vlog bastle und mit meinen Eltern telefoniert habe, Plätzchen backt. Zwar mit Fertigbackmischung, aber die sind gar nicht so... Ja, da, Keksdosen. Die ganz offizielle Iceworks Keksdose. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe meinen Pullover nicht irgendwie als Jacke anziehe wieder an. Weil es ist doch ganz schön kalt geworden hier drin. Die Bäckerin. Die bäckert mit Fertigteig. Aber der gar nicht so schlecht ist. Ey, und hat hier mit Muster drin. Hast du dir aber, hast du die Sterne da aber schön reingemacht. Hast ja, du ne? Total super gemacht. Ich bin Nico. Das ist total klasse. Kleines Leckermaul. Mike, nur für dich. Echt? Ja, ich esse ja keine Kekse. Und lügen kann die. Ist quasi keine Kekse. Nö. Schmeckt nicht mehr, ne? Bah. Kann ich auf den Kompost schmeißen? Der Mozzarella, ja. Aber der ist hinüber. Ja. Bah. Okay. Na, wollen wir hoffen, dass... Schlecht gewordener Mozzarella, der schmeckt ja eklig. Ja. Wollen wir hoffen, dass der Käseaufschnitt reicht. Ja, Schnuffel versucht uns nämlich hier ganz lecker Zucchini-Auflauf zu basteln. Ja, dann werden wir natürlich den Gouda aufgefräten. Ja. Ja. Weil die Anna hat nämlich einfach den Gouda so gegessen, weißt du, die hat den aus der Packung, hat den unten hat und hat gar nicht mehr aufgehört zu kauen. Und ich habe gesagt, Mensch, denk dran, vielleicht bräuchten wir den Gouda noch irgendwann mal so für Auflauf oder so. Na, nom, war alles weg. Verstehe ich auch gar nicht, dass es was kocht, weil ich dachte, es gibt Kekse zum Abendbrot. Kekse! 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 Ja, und ausnahmsweise dieses Jahr mal mit Fertigteig gebacken. Oh, okay. Marzipan schmeckt mal ein bisschen durch, aber... Also Heidesand schmeckt eigentlich anders. Ich sag mal, die schmecken alle gleich, haben aber so ihre mal mehr, mal weniger Schoko. Hast du Vanilleköpfe schon probiert? Nee, Vanilleköpfe habe ich nicht probiert, muss ich auch nochmal. Einen halben. Gibt gleich Abendessen. Und? Kann ich die andere Hälfte gefahrlos essen? Mhm. Mhm. Ist vanillig. Mhm. Was gibt's denn für einen Nachtisch? Sagen. Nachtisch. Was gibt's denn für einen Nachtisch? Kekse? Nee, keine Kekse. Okay. Ja, ich will Nacht. Pudding. Ja. So, da geht übrigens gerade das Vlog vom Freitag online. So, und während wir uns dem Nachtisch widmen, sage ich einfach mal Tschüss. Tschüss, Schnuffel! Tschüss! Tschüss!